So, hier ist der Chris Nissen bei uns. Pudelwohl steht da, es ist wirklich wie ein Wunder. Chris, eine leichte Verletzung, was ist denn passiert? Ja, ich habe eine leichte Prellung an der linken Hand und das einige alles. Prellung auch vom Sitzgurt und ich fühle mich nicht so ganz wohl, aber wenn ich jetzt hier einen Unfall angucke, glaube ich, geht es mir doch sehr gut. Was ist denn da in diesen paar Sekunden, wo das passiert ist, in Ihnen vorgegangen? Also ich kann mir vorstellen, kann man da überhaupt noch klar denken oder was läuft da einem im Kopf ab? Da geht alles unheimlich schnell. Aber ich kann das so schildern, ich bin über die Ziellinie gefahren, habe kurz in den Spiegel geguckt, hat Stuck gesehen, so 20, 30 Meter hinter mir und habe gedacht, das Rennen hier gehört mir. Und dann kam ein riesiger Knall von hinten und das Auto fängt an abzuheben, geht vorne hoch und habe eigentlich die ganze Kontrolle verloren und habe auf die Bremse getreten, da war nichts. Auto ging wieder ein bisschen runter, ich habe versucht gegen die Leitplanken zu lenken, weil ich wollte Geschwindigkeit wegnehmen vom Auto und ist mir auch gelungen an die Leitplanken zu kommen mit 260, 270 und wie ich eben gesehen habe, zwei, dreimal gegen die Leitplanken, wieder in Luft und dann am Ende gegen Reifenstapel. Hat man denn die technische Panne schon genau analysiert, was eigentlich genau passiert ist? Ja, genau wissen wir es noch nicht. Also ganz klar ist ja da hinten links was kaputt gegangen ist. Wir vermuten, dass ich habe mit meinen Reifen irgendwas aufgesammelt und dadurch ist der Reifen explodiert, also praktisch ein Blattfuß.